Was geht ab, Freunde des Internets? Endlich haben wir sie, die GEMA-Einigung. Und in einer meiner letzten Videos habe ich dann ja auch gesagt, dass das zur Folge haben kann, dass wir demnächst in Deutschland YouTube Red bekommen. Aber die große Frage ist ja, wie macht sich YouTube Red bisher eigentlich? Am 28. Oktober 2015 ist der Dienst an den Start gegangen. Derzeit gibt es ihn in den USA, Australien, Mexiko und Neuseeland. Nochmal zur Auffrischung, was YouTube Red eigentlich ist. Das ist der Bezahlservice auf YouTube. Dieser kostet 9,99 € und beinhaltet zum einen werbefreie Videos, aber auch exklusive Serien und ganz wichtig, einen Musikstreaming-Dienst. YouTube Red wurde damals als der große Netflix-Konkurrent angepriesen, aber konnte das Unternehmen das wirklich durchsetzen? Die Antwort ist eher nicht so. Auch wenn YouTube sagt, dass sie zufrieden mit dem Ergebnis bisher sind von YouTube Red, lassen die Zahlen darauf schließen, dass sie sich doch wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft haben. Derzeit soll es nämlich 1,5 Millionen Kunden geben, die bereit sind, monatlich Geld auszugeben für den Service. Dazu kommen dann nochmal 1 Million Kunden, die das Produkt derzeit kostenlos testen dürfen. Macht in der Summe also 2,5 Millionen Nutzer für YouTube Red. Das ist natürlich im Verhältnis zu den Zahlen, die YouTube sonst aufrufen kann, extrem gering. Monatlich hat YouTube nämlich sonst eine Aufrufzahl von 1 Milliarde Menschen und bezahlen für den Dienst wollen gerade mal 1,5 Millionen. So ein kleiner Vergleich, Netflix macht bald die 90 Millionen Abonnenten. Konkurrent zu Netflix, ha, sind wir ehrlich, das hat bisher noch nicht so gut geklappt. YouTube ist natürlich engagiert und produziert auch weiterhin Exklusivserien für YouTube Red. YouTube hat angekündigt, dass sie bis Ende nächsten Jahres noch 20 Original-Serien und Filme rausbringen möchten, unter anderem eine Serie, die basierend auf dem Film Jumper ist. Produziert wird diese übrigens von Dwayne The Rock Johnson, da können wir also echt gespannt sein und hoffen, dass YouTube Red demnächst auch mal in Deutschland erscheint. Ich persönlich habe richtig Bock auf YouTube Red und würde das gerne mal testen, einfach um zu gucken, ob es mir gefallen würde, denn ob es mir gefällt am Ende, das kann ich natürlich noch nicht sagen. Was sich aber echt gut anhört, finde ich erstmal persönlich, sind werbefreie Inhalte. Und das ist halt das, was vielen Zuschauern gefällt. Problem ist nur, die möchten halt dafür nicht zahlen, sondern nutzen lieber den Adblocker. Was ich als Videoproduzent, der davon lebt, natürlich extrem schade finde. Aber natürlich muss man sich immer die Frage stellen, lohnt es sich überhaupt, YouTube Red zu abonnieren? Lohnt es sich, monatlich einen Betrag auszugeben für werbefreie Inhalte und für exklusive Serien, sowie den Musikstreaming-Dienst? Ich habe euch schon öfters mal gefragt, wie ihr zu YouTube Red steht. Die Meinungen waren da immer extrem gespalten. Die einen fanden es geil, die anderen fanden es extrem scheiße. Oftmals gab es aber Missverständnisse und dieses Missverständnis möchte ich jetzt auch nochmal aus dem Weg räumen. YouTube Red ist natürlich komplett freiwillig. Es ist also nicht so, dass YouTube komplett kostenpflichtig wird. Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren, wenn es euch gefallen hat und ich wünsche euch eine grandiose Zeit auf YouTube. Bis dahin, peace and out.